Ja, Servus Leute, euer Aska am Start. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Screencast eines Android-Gerätes, ist auch ein Screencast eines Android-Gerätes, aber ohne Jailbreak, ohne langatmige Einstellungen und vor allem, es ist viel mehr als ein Screencast. Es ist eine Fernsteuerung über TeamViewer. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr einfach ein Android-Handy oder Tablet per TeamViewer fernsteuert und damit auf die Schnelle alle Problemchen von Eltern, Bekannten, Verwandten und Freunden lösen könnt, die genau euch anrufen, wenn mal wieder das Smartphone oder das Tablet spinnt. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nun im Video. Viel Spaß! Zuerst zeige ich euch, was ihr denn alles dafür braucht. Natürlich auf dem Rechner, mit dem ihr das Smartphone fernsteuern wollt, das Programm TeamViewer. Und zwar exakt die gleiche Version, die ihr auch benutzen würdet, um andere Rechner fernzusteuern. Dazu geht ihr auf die Webseite www.teamviewer.com. Einen Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dort ladet ihr einfach die teamviewer software herunter und installiert sie. Bei der Installation wählt ihr bei der Art der Nutzung privat aus. Dadurch ist TeamViewer kostenlos. In dem Fenster, das sich direkt nach der Installation öffnet, könnt ihr die Partner-ID eingeben, also die ID-Nummer. Die das Smartphone oder Tablet der Person anzeigt, deren ihr per Fernwartung helfen wollt. Doch dazu muss diese Person natürlich erst einmal eine Software installieren. Dafür müsst ihr mit dem Gerät, das ferngesteuert werden soll, zuerst in den entsprechenden Store. Im Falle von Android, also in den Google Play Store und im Falle eines iOS-Gerätes, ja, das geht auch, aber dazu erzähle ich euch etwas später im Video etwas, in den Apple App Store. Sucht dort einfach nach TeamViewer. Bei den Ergebnissen werdet ihr das normale TeamViewer und das TeamViewer Quick Support kurz QS finden. Und genau diese QS-Version müsst ihr herunterladen und installieren. Bei mir hier kommt natürlich Öffnen statt installieren, da ich die App bereits installiert habe. Nach der Installation sollte sich jetzt noch theoretisch bei allen Geräten, die Android 5.0 oder höher haben, dieser Dialog öffnen. Zusätzliches Add-on für die Fernsteuerung ist verfügbar. Dieses Add-on ermöglicht das Fernsteuern direkt über eine Bildschirmfreigabe. Also, dass ihr immer eins zu eins den Bildschirm des Gerätes sehen und bedienen könnt, denn ohne Bildschirmfreigabe über dieses Add-on könnt ihr zwar auch nachvollziehen, was das Gerät, das ferngesteuert wird, im Hintergrund so alles macht, welche Anwendungen laufen, welche Ressourcen verbraucht werden und so weiter, aber einen direkten Zugriff auf den Bildschirm und dessen Bedienung habt ihr ohne dieses Add-on nicht, zumindest nicht ohne einen sehr umfangreichen Umweg, zu dem ich auch noch gleich komme. Fakt ist: Die Bildschirmfreigabe ist laut Entwickler von TeamViewer auf allen Android-Geräten ab Version 5.0 oder höher möglich. Je nach Gerät eventuell auch schon ab Android 4.4. Bei mir ging es zum Beispiel schon mal bei einem Samsung S3 Mini. Und die reine Fernwartung, ganz ohne Bildschirmübertragung, ist ab Android 4.0 möglich. Bei iOS funktioniert das Ganze ab iOS 5.0, allerdings ohne Bildschirmfreigabe. Für diese benötigt ihr erstens mindestens iOS 7 und den eben schon erwähnten sehr umfangreichen Umweg, den wir gleich sehen werden. Bleiben wir aber zunächst mal bei dieser Installation, bei der wir natürlich den Download des Add-ons bestätigen. Sollte der Dialog trotz Android 5.0 nicht erscheinen, könnt ihr das Add-on für euer Android-Device auch händisch aus dem Play Store laden. Sucht dafür einfach nach QS Add-on, dann bekommt ihr eine große Herstellerliste, wo ihr euch den richtigen für euch raussuchen könnt. Und wie schon gesagt, ab Android 4.4 ist es durchaus ein Versuch wert, ob es eventuell auch schon funktioniert. Und abschließend, bevor es jetzt weitergeht, gehen wir noch einmal auf den von mir schon bereits mehrfach erwähnten umständlichen Weg ein, der eine Bildschirmfreigabe auf ein iOS-Gerät oder einem Android-Gerät ab Version 4.0 zulässt. Dafür geht ihr auf die hier gezeigte Webseite. Einen Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es ein Tutorial, wie ihr eine Bildschirmfreigabe für iOS ab Version 7 und für Android ab Version 4 hinbekommt. Ich habe es weder großartig durchgelesen noch probiert. Ich finde es nur, dass es selbst für mich als kleinen Technikfreak total erschlagend ist und ich ehrlich gesagt keinen Bock darauf hätte, aber eventuell ist es auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn es jemand von euch mal probieren würde, der Lust darauf hat und seine Erfahrungen posten würde, dem wäre ich super dankbar. So, aber jetzt endlich machen wir mal mit der App weiter, die ihr wie jede andere App dann auch auf eurem Gerät vorfindet und starten könnt. Nach dem Start zeigt euch die App direkt die Partner-ID des Gerätes an, die auf dem Rechner, der die Fernsteuerung übernehmen soll, eingegeben werden muss. Und das tun wir auch. Und wie ihr seht, prompt erscheint eine Anfrage auf dem Smartphone, ob die Fernwartung erlaubt werden soll. Diese Anfrage muss natürlich zugelassen werden. Und bam, ihr habt den Screen des Smartphones direkt auf eurem Rechner. Und nochmal zum Verständnis, das Smartphone müsste nicht, wie hier gezeigt, im gleichen Netzwerk oder gar im gleichen Raum sein. Es könnte auch das Smartphone meiner Mutter sein die sich in einer anderen Stadt befindet, wo sie wieder total am Verzweifeln ist, weil dort plötzlich immer so kryptische Zeichen auftauchen. Und wie ihr seht, kann ich das Display komplett mit der Maus einfach bedienen und alles fernsteuern. Und hätten wir jetzt ein Gerät, das diesen Fernsteuermodus, also die Bildschirmübertragung, nicht unterstützt, so hätten wir oben den Reiter Fernsteuerung auf dem Computerbildschirm nicht angezeigt, sondern nur die anderen Reiter, wo ihr zum Beispiel auf Prozesse und Einstellungen zugreifen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, was gerade auf dem Bildschirm los ist, könnt ihr auch einen screenshot vom handy anfordern der muss allerdings von der hilfesuchenden person selbsthändig gemacht werden über den chat den ihr links auf dem computerbildschirm seht könnt ihr auch gut kommunizieren wobei eine verbale kommunikation über zum beispiel ein anderes smartphone, telefon oder skype taugliches gerät etc. natürlich viel komfortabler wäre und wie ihr seht kann der smartphone-nutzer sein gerät auch weiterhin parallel zu euch bedienen was es deutlich vereinfachen kann da er euch erstmal zum entsprechenden problem navigieren kann und denkt bitte als hilfesuchende Person daran, derjenige, der fernsteuert, hat wirklich auf alles Zugriff. Also auch auf die Kamera. Da können schon mal schnell ein paar peinliche Situationen entstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ihr habt natürlich einen weiteren Vorteil: ihr könnt das Ganze auch als reinen Screencast zum Beispiel zum Erstellen von Android-Tutorials verwenden. Was ja bei Android nicht immer ganz so einfach ist, zumindest mal ohne Jailbreak. Also, Leute, wenn ihr das nächste Mal bei euren Eltern seid, installiert ihnen TeamViewer auf das Smartphone und ihr müsst bei dem nächsten ach -so kryptischen Pop-Up auf deren Smartphones oder Tablets nicht gleich wieder kilometerweit fahren. Wobei, die App muss auch erstmal gestartet werden. <laughs> Verdammt! Na gut, ich gehe schon mal zum Auto, Leute. <laughs> wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr über Kommentare, Daumen und Abos freuen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Ciao!